Für die Zubereitung des Hirschbratens benötigen wir ca. 1,5 Kilogramm Hirschfleisch, vorzugsweise Keule oder Schulter, verschiedene Gewürze, Wacholderbeeren, Pfeffer, groben Pfeffer, Lorbeerblätter, Piment, Salz, darüber hinaus Rotwein, Tomatenmark, Mehl, Wurzelgemüse aus Zwiebeln, Möhren und Sellerie und Preiselbeermarmelade. Wir beginnen zuerst mit der Zubereitung des Hirschfleisches. Dieses ist schon pariert, also von Fett und Sehnen befreit. Ich kann auch nur empfehlen, das am besten gleich so einzukaufen, da Wildfleisch grundsätzlich immer sehr durchwachsen ist und das also schwierig ist zu parieren. Als erstes würzen, groben Pfeffer. Und Salz. Wildfleisch ist fettarm und reich an Eiweiß. Geschmack und Farbe des Fleisches sind kräftiger als bei Haustieren, weil die Muskeln anders aufgebaut sind und sich das Wild auch anders ernährt. Als nächstes scharf anbraten. Das scharfe Anbraten ist sehr wichtig, damit der Fleischsaft sich im Fleisch hält. Wichtig, von allen Seiten scharf anbraten. Zum Anbraten nehmen Sie ganz einfach nur Pflanzenöl. Das Fleisch ist jetzt scharf von allen Seiten angebraten. Als nächstes wird das wieder aus dem Topf genommen, beiseite gelegt. Jetzt geht es weiter mit der Zubereitung der Soße. Dazu wird Wurzelgemüse angebraten. Auch das kann scharf angebraten werden. Als nächstes Tomatenmark dazugeben und anbraten lassen. Mit Rotwein ablöschen. Mindestens 3-4 Mal immer wieder einkochen lassen. Das Einkochen ist wichtig, weil es der Soße einen noch kräftigeren Geschmack gibt. Als nächstes Wildbrühe zugeben oder auch Fleischbrühe. Und Wasser zugeben, dass die Menge im Topf das Fleisch in etwa zu 2/3 bedeckt. So, der Fond kocht jetzt. Als nächstes wird das Fleisch wieder dazugegeben. So, das Fleisch ist im Topf und jetzt werden die Gewürze angegeben. In etwa 5 Pimentkörner, 5 Pfefferkörner und 5 Wacholderbeeren. Jetzt kann das Fleisch bedeckt auf dem Herd 45 Minuten schmoren, nach 45 Minuten das Fleisch wenden, nochmal 45 Minuten weiter schmoren. Es ist auch möglich, das Ganze im Ofen bei 200 Grad genau dieselbe Zeit zuzubereiten. Ein wesentlicher Bestandteil der Garnitur Baden-Baden zu unserem Hirschbraten ist die Birne, die als erstes geschält wird. Die Garnitur Baden-Baden kann man auch zu anderen Wildgerichten verwenden. Hier abschneiden, halbieren. Die Garnitur Baden-Baden besteht nicht nur aus der Birne, sondern auch aus Preiselbeermarmelade. Man kann auch Johannisbeergelee verwenden. Mit dem wird die Birnenhälfte dann gefüllt. Und bezeichnend noch für die Garnitur Baden-Baden ist, dass die Soße zum Schluss noch mit Sahne abgebunden wird. Als nächsten Schritt wird die Birne gedämpft und dazu verwenden wir ganz einfach den Klostopf, wo ohnehin schon die Thüringer Klöße jetzt garen, setzen das darüber und lassen sie einfach in dem Dampf dämpfen. Brauchen etwa genauso lange wie die Klöße, ca. 20 Minuten. So, das Fleisch hat jetzt 1,5 Stunden gegart, wird aus dem Topf genommen. Dass es gut durch ist, sieht man daran, dass es leicht von der Fleischgabel rutscht.
Als nächstes wird die Soße passiert durch ein Sieb. Am besten gleich in einen anderen Topf. Dann schmecken wir die Soße ab. Am besten immer ein Tellerchen verwenden. Mit dem Löffel verbrennt man sich schnell die Zunge. Dann noch etwas Pfeffer und Salz dazu. Das Ganze wird dann abgerundet mit Butter. Butter ist der Geschmacksträger schlechthin. Kurz nochmal aufkochen lassen, bis die Butter ganz zergeht. So, die Butter ist jetzt geschmolzen. Der letzte Schritt ist, Flamme aus und noch etwas Sahne dazugeben. Auf keinen Fall nochmal aufkochen lassen, die Sahne könnte flocken. Das gehört also auch als wesentlicher Bestandteil zur Garnitur Baden-Baden dazu, dass die Soße abgebunden wird mit Sahne. So, jetzt kommen wir zum Anrichten. Bevor ich die Klöße herausnehme, erstmal die Birnen. Das sind jetzt unsere Original Thüringer Klöße als Beilage zu unserem Hirschbraten Baden-Baden. Als nächstes Apfelrotkohl. Zum Hirschbraten Baden-Baden könnte man zum Beispiel auch Schinkenrosenkohl mit anrichten. Aber der Apfelrotkohl ist eben auch ein alter Klassiker. Hier wieder beachten, dass man nicht mit der Faser, sondern gegen die Faser schneidet. Ich drehe es mal um. Es ist besser zu erkennen. Die Faser verläuft so. Nicht so schneiden, sondern so. Und die Soße als nächstes. Ich empfehle, bei Klößen immer Soße noch extra zu reichen. Klöße brauchen viel Soße. Und als krönender Abschluss kommt jetzt die gedünstete Birnenhälfte, gefüllt mit Preiselbeermarmelade. Das ist nun unser fertiger Hirschbraten Baden-Baden mit Original Thüringer Klößen. Ich empfehle dazu einen kräftigen Rotwein. Ich hoffe, es hat Ihnen Freude gemacht. Ich wünsche viel Spaß beim Nachkochen. Ihr Matthias Menz. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.